Ja, moin in Gülzow. Jo, moin. Herzlich willkommen im Markttreff. Ich habe heute einen besonderen Gast, Jürgen Wirowski. Herzlich willkommen. Du hast eine neue Funktion bzw. eine Funktion beibehalten, über die du vielleicht mir einiges erzählen könntest. Ich meine jetzt die Aktivregion. Okay, ja, das stimmt. Ich bin der gewählte Vorsitzende, der ehrenamtliche Vorsitzende der Aktivregion Sachsen-Wald-Elbe. Das stimmt. Und es ist tatsächlich so, ich mache den Job ja relativ gerne. Seit 8 Jahren bin ich dabei und seit über 1,5 Jahren, hast du recht, bin ich ja sozusagen der ständige Vertreter von Andreas Dreyer, der dann doch leider erkrankt war und sonst lange nicht begleiten konnte. Ja, das stimmt. Und ich muss gestehen, dass ich sehr froh bin. Danke, dass ich hier in so einem Objekt bin, das ja schon mal Europa gesehen hat, wie ich höre. Das hat nicht Europa nur gesehen, sondern Europa hat dieses Projekt finanziert. Das ist nämlich der Markttreff Gülzow. Und ohne die europäische Förderung hätten wir dieses Projekt überhaupt nicht zustande bekommen. Markttreff besteht ja aus 3 Säulen. Einmal Nahversorgung, Dienstleistung und aber auch Treffbereich. Und wir befinden uns hier im Café, in dem Treff des Markttreffs. Mhm. Und wie gesagt, ohne europäische Förderung wären wir hier gar nicht zugegen. So. Das ist ja genau die Idee, die wir damit haben. Ne? Wir wollen das Geld unter die Leute bringen. Du bist jetzt Vorsitzender der Aktivregion. Die Aktivregion hat sich quasi neu aufgestellt. Sie hat auch neue Aufgaben übernommen mit der neuen Förderperiode. Kannst du da 2, 3 Schlagworte mal oder Schlaglichter benennen, was künftig so ansteht? Also erstmal, wir haben wieder 2,5 Millionen Euro, die wir ausgeben dürfen und das immer bezuschusst. Das heißt also von so einer 1.000-Euro-Projekt bis hin zu einem 750.000-Projekt dürfen wir mitfinanzieren, wobei die oberste Summe liegt bei 150.000 Euro. Aber geteilt durch 200 oder 2.500.000 ist das eine ganze Menge. Dadurch, dass wir sehr viele kleine Orte haben, fast 56, also Gülzow gehört ja auch eher zu den kleineren Orten, ist noch klar, ich meine, so viel 750.000 Euro Projekte habt ihr auch alle nicht. Klar, weil vieles gebaut ist, deswegen haben wir gesagt, wir machen in dieser Legislaturperiode auch viele kleine Projekte möglich. Das ist also unsere Grundidee, die wir haben. Ja. Nun ist es ja so, dass man, um ein Projekt finanziert zu bekommen, muss man auch einen Antrag stellen. Wird man da alleingelassen oder kriegt man da eine Unterstützung? Ja, das ist genau das Ding, worüber wir uns auch unterhalten haben. Wir sprechen ja nachher noch mit unserem Regionalmanager, unserem neuen. Und genau das ist der Punkt. Wir haben gesagt, wenn wir dann 56 und dann kleinere Ortschaften und die vielen privaten, ich bin ja selber auch ein Viso-Partner, ich komme ja noch nicht mal aus dem Kommunalen, nicht? Ich bin sozusagen für die wirtschaftliche Vereinigung GESACT, also für so einen Wirtschaftsbereich tätig. Also wenn wir denen allen helfen wollen, du hast recht, das ist sehr komplex und kompliziert, dann wollen wir das als zentrale Aufgabe übernehmen und werden das in unserer Dienststelle oder in der Stelle des Regionalmanagements künftig auch allen anbieten. Das heißt, nicht das, was da in Kiel gemacht wird, das muss man hier nicht auch noch machen, oder was in den größeren Orten oder im Mittelzentrum in GESACT gemacht würde, aber was zum Beispiel die kleinen Dörfer alle so nicht wissen, die kleinen Geschichten, die kleinen dörflichen Förderungen, denen man einfach, wenn man sie nicht weiß, einfach nicht hinterherkommt. Da wollen wir helfen, klar. Könntest du mir als Bürgermeister denn jetzt auch mal sagen, in welchen Themenbereichen ich Anträge stellen kann? Ja, wir haben also die Themenbereiche, die wir bisher schon hatten, das waren so die Bereiche Klimaschutz und Klimaanpassung. Also wenn man immer irgendwo die berühmten Solardächer hatte, dann hatten wir die Daseinsvorsorge und Lebensqualität. Da war dann schon mal so etwas drin wie dies hier. Ja. Das ist ja klassisch. Und da haben dann noch die regionale Wertschöpfung. Da ist so ein bisschen mehr mit Wirtschaft. Und wir haben zusätzlich Tourismus. Und ich glaube, dass wir da eine Riesenchance haben. Denn wenn ich mir mal überlege, 56 Dörfer, stellen wir uns mal vor, man könnte die alle so mit Fußgänger- oder mit Fahrradwegen verbinden. Ja, das ist unser Formularheft von der letzten Legislaturperiode. Also daran kann man schon mal so sehen, dass da ganz viele kleine Möglichkeiten sind, die man einfach umsetzt, dass man wirklich dann zentral weiß, wie man wohin kommt und was man dort auf dem Wege vielleicht wo einkehren kann, ne? Wo man seinen Saft trinkt oder seinen Kaffee trinkt, wie hier. Ja, du hast gesehen, die Broschüre bewegt sich. Also man kann sagen, die Aktivregion bewegt viel im Raum. Jürgen, vielen Dank erstmal für den ersten Aufschlag.
Dankeschön. Vielen Dank.